Was ich beim Packen immer wieder super spannend finde, ist, welche Designs ihr euch ausgesucht habt. Weil na klar, ich überlege natürlich, hast du das ausgesucht? Habt ihr das als Familie ausgesucht? Hat dein Kind vielleicht mit ausgesucht? Und je nach Zusammenstellung stelle ich mir dann vor, dass ihr einfach eine ganz andere Familie seid als die nächste, der wir ein Paket schicken. Und heute zeige ich euch mal diese Zusammenstellung und ich stelle mir da vor, dass das Kind vielleicht auch was mit ausgesucht hat, denn alle Windeln hier, also drei von den vieren, haben irgendwie Tiermotive dabei. Hier, das ist die Mapalama-Windel, da ist hier dieses super süße Riesen-Lama oder Alpaka zu sehen. Und hier vorne sind so Kakteen und das sind auch Windeln in Größe 2, also von 9 bis 19 Kilo. Also vielleicht hat das Kind doch schon mit rausgesucht. Die zweite Windel aus dieser Bestellung ist hier unsere Buschfunk. Die hat so einen rosafarbenen Hintergrund und hier sind so ganz viele Waldtiere drauf. Finde ich auch sehr cool hier mit dem kleinen Waschbären. Die dritte Windel im Bunde ist unsere Glitzerreh. Genau, weil Glitzer und Reh, hey, das ist ja total cool. Und das Glitzer, das ist hier immer so, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber in den zwei kleinen und dann sind hier so Sternchen, die reflektieren. Und da seht ihr jetzt hier diese süßen Rehe auf dem Muster. Das ist schon ziemlich süß und da kann ich mir vorstellen, dass das den Kindern gut gefällt. Ja, und die vierte Windel, die haben dann vielleicht die Eltern rausgesucht, oder? Das ist unsere Goldstückwindel. Die ist total robust und die ist optimal, wenn jetzt der Sommer kommt und ihr wollt dem Kind vielleicht nur ein T-Shirt anziehen und Kniestrümpfe dazu, weil der Stoff hier, das ist Canvas und der ist so ein bisschen fester und einfach mega robust, wenn euer Kind eben keine Hose oder so drüber hat, sondern einfach immer auf seinem Po im Sandkasten sitzt oder auf der Wiese. So, und dann werde ich jetzt hier diese Windeln einfach mal verpacken.